meine lieben Bücherwürmer. Ja, ich habe jetzt noch einen kleinen Buch- bzw. Reihentipp für euch. Und zwar geht es um diese Reihe hier. Ich muss sie einmal kurz hochholen. Wer es erkennt, also ich kann es ja mal ein bisschen näher rangeben. Und zwar geht es um die Shadow Falls Camp-Reihe. Die ist von Cece Hunter und ich zeige euch einmal die Bände. Das sind nämlich fünf Bände. Einmal Geboren um Mitternacht, Teil 1. Dann Teil 2, Erwacht im Morgengrauen. Teil 3, Entführt in der Dämmerung. Teil 4, Verfolgt im Mondlicht. Und Teil 5, Erwählt in tiefster Nacht. Ja, ich will euch einmal diesen Buchtipp eben geben, beziehungsweise diesen Reihentipp. Ich habe diese Reihe nämlich an einem Stück weg durchgelesen. Also es gab kein Buch, was ich dazwischen gelesen habe. Ich habe immer das erste gelesen, dann kam gleich der zweite hinterher und der dritte und der vierte und der fünfte. Ich fand diese Reihe unglaublich. Wer mein Jahreshighlights-Video gesehen hat, der wird gesehen haben, dass ich den ersten Teil beziehungsweise, dass ich das halt mit in die Highlights reingenommen habe. Und das, obwohl ich den letzten Teil noch nicht mal beendet hatte. Und ja, es war grandios. Es geht um Kylie. Kylie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen, glaubt sie zumindest, bis sie irgendwann ins Camp geschickt wird. Und sie weiß einfach erstmal nicht, was will sie hier. Hier sind nur durchgeknallte, verrückte Leute. Das sind richtige Freaks, wie sie sie am Anfang nennt. Bis sie dann erfährt, dass das übernatürliche Mädchen und Jungen sind. Und sie soll auch übernatürlich sein. Erst kann sie es natürlich überhaupt nicht glauben, dass sie übernatürlich sein soll, weil sie ist ja schließlich nur ein ganz normales Mädchen. Und ja, dann kommt aber auf jeden Fall die nächste Frage auf, denn was ist sie? Es gibt Gestaltwandler, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt Feen, es gibt Hexen und was es nicht sonst alles so gibt. Und keiner weiß, was sie für eine Übernatürliche ist. So, im Laufe dieser Reihe findet sie das natürlich irgendwann raus. Und es ist völlig unglaublich, für sie zumindest und auch für die anderen ist es sehr unglaublich. Und diese Reihe, die hat mich einfach so gefesselt und ich fand es total spannend. Wie ich auf diese Reihe gekommen bin, das habe ich auch schon mal erwähnt. Und zwar habe ich ja House of Night schon bis Teil 10 gelesen und ich war unterwegs und hatte vergessen, ein Buch mitzunehmen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mir schnell ein Buch gekauft oder wollte mir nur schnell ein Buch kaufen. Und zwar wollte ich mir den 11. Teil von House of Night kaufen, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Aber den Teil hatten sie in der Buchhandlung nicht und dementsprechend bin ich dann auf diese Reihe gestoßen, denn es steht hinten auch drauf für Fans von House of Night. Ich sage, okay, probierst es einfach mal aus. Und ich finde es besser als House of Night. Und House of Night ist ja schon echt gut. Und also für allejenigen, die House of Night gerne lesen und übernatürliche oder solche Sachen halt gerne, gerne lesen, den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Es war grandios. 5 Sterne, alle 5 Bücher haben 5 Sterne von mir bekommen. Und ich freue mich auch, weil Cece Hunter hat ja jetzt eine Spin-off-Reihe davon rausgebracht. Und zwar After Dark? Irgendwas mit After Dark. Oh Gott. Ein Moment. Ja, Shadow Falls After Dark. Wie einfach eigentlich. Nur falls ihr euch wundert, warum ich jetzt hier geguckt habe. Hier hängt meine Wunschliste fürs Jahr 2016, damit auch mein Freund immer weiß, was ich mir gerade wünsche. Ja. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Und bevor ich jetzt weiterrede, dieses Video wird sonst wieder zu lang. Und ich wollte eigentlich nur ein kurzes, knappes Video machen. Lest diese Reihe. Wer sie schon gelesen hat, schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch diese Bücher gefallen haben. Denn ich fand sie richtig klasse. So, das dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.